Mystische Felsformationen im Mühlviertel. Der Bernstein, eine Millionen Jahre alte Felsburg aus Granit. Vor 300 Millionen Jahren entstand das böhmische Granitmassiv. Niederschlagswasser, das in der Erde versickerte, schwemmte unterirdische Klüfte und Höhlen aus, die Zersetzung der Granitquader begann und die runden Wollsackformen entstanden. Auf einer Infotafel wird die Entstehung illustriert. Man sieht die regelmäßigen Blöcke nebeneinander aufgereiht, so als ob sie jemand zubehauen und aufgeschichtet hätte. Danach arbeitete die Natur, die Witterung, die Eiszeit und Wind, Wetter und Zeit über Millionen von Jahren an diesem Bauwerk. Und es entstand die sogenannte Wollsackverwitterung. Der Name kommt von den rund abgeschliffenen und übereinander gestapelten Steinblöcken, die wie ein Wollsack aussehen. Was wir heute auf 1070 Meter Seehöhe sehen, ist nur mehr der letzte Rest einer gigantischen Felsformation. Der Bernstein begeistert mit seinem grandiosen Rundblick auf den südböhmischen Moldau-Stausee und auf das gesamte Böhmerwaldgebiet, sowie bei guter Fernsicht bis zu den Alpen. Die Höhepunkte dieser Wanderung sind die Felsformationen am Gipfel des Bernstein mit wunderschönen Ausblicken. Mehrere Wanderwege führen auf den Gipfel. Das Gipfelkreuz erreicht man über eine steinerne Stiege. Einige große Schalen im Granit führen immer Wasser, auch wenn Sommer und Sonne die Schalen eigentlich austrocknen müssten. Eine Laune der Natur, die schon unsere Vorfahren für ihre Opfergaben an die Götter nutzten. Wir genossen eine wunderbare Klangschalenmassage mit tibetischen Glöckchen. Die Heilfrequenzen verstärken sich auf dem Granitstein, der durch seine Quarzeinschlüsse elektrisch mitschwingt. Die Vibration kann man auf dem ganzen Steinblock spüren. Erfrischt und aufgeladen erkundeten wir die Klüfte und Spalten zwischen den einzelnen Blöcken. Es scheint, als ob ein uralter Kultplatz hier oben angelegt wäre. Unsere Tour führte uns weiter zur Michaelsquelle mit dem glasklaren Wasser und dem Kneippbecken. Die Michaelsquelle ist ein Kraftplatz der besonderen Art. Die Quelle entspringt auf 700 Meter Höhe und ihr Wasser fließt zum Galgenbach. Dieser mündet in Eigenschlegel in die große Mühl, nach der das Mühlviertel benannt ist. Die Quelle wird über ein Rohr in einen hölzernen Brunnen, in einen ausgehöhlten Baumstamm geleitet und fließt unterirdisch in einen davorliegenden klaren Teich. Die nahegelegene Kalvarienbergkapelle, ein barocker Rundbau, sollte ein Bründel erhalten und so wurde die Quelle wahrscheinlich auf Veranlassung von Abt Michael Felder 1701 gefasst. Der Name Michaelsquelle könnte auf diesen Abt Michael zurückgehen. Sie könnte aber auch nach dem Erzengel Michael benannt sein, der als christlicher Nachfolger und Wotan ist und dessen Kirchen und Kapellen immer auf Hügeln oder Bergen errichtet wurden.
Wir haben hier also einen vorchristlichen Kultplatz mit heiliger Quelle in einem heiligen Hain, die seit Urzeiten verehrt wurde. Der Weg führt uns weiter zur Räuberhöhle. Eine beeindruckende Felsformation mit überhängenden Steinbrocken. Eigentlich sind es riesige Platten, die eine Art Unterstand bzw. Höhlen bilden. Gut vorstellbar, dass sich hier Kriminelle versteckten bzw. die Beute in den Höhlen lagerten. Das Gelände ist steil und der Zugang daher nicht leicht zu finden. Die Sagen erzählen von Räuberbanden, die wie Robin Hood und seine Mannen die Reichen bestahlen und die Armen beschenkten. Im Umkreis liegen unzählige Steinquader, die wie Bauklötze durcheinander gewirbelt wirken. Scharfe Kanten, rechte Winkel und symmetrische Formen überraschen in diesem Gelände. Gigantische Brocken liegen verstreut im Waldboden. Man rätselt, woher diese behauenen Steinbrocken wohl kommen. Es fehlen Spuren von Bohrlöchern oder Spaltkeilen. Keiner der Brocken scheint aus einem Steinbruch zu stammen. Aber woher kommen sie dann? Welche Naturgewalten haben hier ihr Werk vollbracht? Oder war es gar der Mensch? Wir waren fasziniert von diesem Ort, einem Kraftort der Superlative im Mühlviertel.